Die US-Wahl ist für Europa und auch für Deutschland so wichtig, weil die USA der wichtigste Alliierte Europas sind. Gemeinsam sind wir als Deutschland mit den Amerikanern in der NATO und gerade in Zeiten von Russlands Angriffskrieg in der Ukraine ist es enorm wichtig, dass das Bündnis zusammenhält. Sollte Donald Trump gewählt werden, könnte das Folgen für die NATO haben, ihre Abschreckungskraft könnte sinken und vielleicht sinkt auch die amerikanische Unterstützung für die Ukraine. Das wäre aus europäischer Sicht eine sehr gefährliche Situation und die Europäer müssten sehr viel mehr für die Sicherheit auf diesem Kontinent tun. Aus wirtschaftlicher Sicht ist die US-Wahl für Europa sehr, sehr wichtig. Sollte Donald Trump gewinnen, müsste sich die Europäische Union darauf vorbereiten, dass er wieder Importzölle auf europäische Güter legt. Und das könnte insbesondere Deutschland betreffen, denn Deutschland als drittgrößte Volkswirtschaft der Welt ist in den Augen Donald Trumps ein Konkurrent, zu den USA. Und deshalb hat er ja auch schon in der Vergangenheit die Bundesregierung besonders unter Druck gesetzt mit Drohungen und tatsächlichen Zöllen auf deutsche Importe. Im Falle von Kamala Harris wird es sicherlich weniger Spannungen in den Wirtschaftsbeziehungen geben, aber gleichzeitig müssten wir erwarten, dass sie die Industriepolitik, die Joe Biden begonnen hat, fortsetzt. Und das bedeutet, die amerikanische Industrie wird stärker unterstützt. Es werden viele Finanzmittel freigesetzt, um den Standort USA attraktiver zu machen. Und das zieht dann auch europäisches Kapital in die USA, was bedeutet, dass Europas Wirtschaft noch weiter unter Druck geraten könnte. Wichtig ist es, falls Kamala Harris gewählt wird, dass beide Seiten sehr intensiv einen Dialog noch verstärken, nämlich den Dialog über Technologie und Digitalisierung. Denn beide Seiten haben eigentlich ein sehr großes strategisches Interesse, in dem Bereich enger zusammenzuarbeiten als große Wirtschaftsräume, aber auch als Demokratien, die westlich-liberalen Prinzipien verschrieben sind. Und da spielt eben Technologie und Technologieführerschaft für beide Seiten eine große Rolle. Unter Demokratiegesichtspunkten ist diese US-Wahl ganz besonders wichtig. Donald Trump hat ja schon angekündigt, sollte er gewählt werden, dass er für 48 Stunden sich wie ein Diktator aufstellen will. Er bedroht demokratische Kräfte in den USA. Er hat bereits in seiner ersten Amtszeit durch die Besetzung von hohen Richterposten seinen Einfluss auch auf das Rechtssystem sehr ausgeweitet. Und es ist damit zu rechnen, dass er tatsächlich die amerikanische Demokratie beschädigt. Kolleginnen und Kollegen von mir haben ausgewertet, was in dem sogenannten Project 2025 aufgeschrieben wurde von seinen Beratern. Und da spielt eben die Einschränkung der Demokratie in den USA und die Schwächung der US-Regierung und des Regierungsapparats eine sehr, sehr große Rolle. Deshalb müssen wir uns in Europa sorgen, denn die USA sind für uns ein sehr wichtiger Partner. Wenn die Demokratie dort nicht mehr richtig funktioniert, dann bedeutet das auch etwas für Europa, denn die Glaubwürdigkeit von Demokratie insgesamt würde darunter leiden und die USA könnten nicht mehr international als Mitverteidiger demokratischer Werte und liberaler Prinzipien auftreten. Deshalb muss Europa sich gut überlegen, wie es auf so eine Situation reagiert. Und das geht nur, wenn man sich selbst im Inneren klar und gemeinsam aufstellt und die europäische Botschaft in die Welt stärkt, dass wir als Gemeinschaft demokratischer Staaten für diese Prinzipien weiter einstehen werden.